Ich bin bereit. Schlecht sein, wenn man zwei der größten Horror-Ikonen aller Zeiten nimmt und gegeneinander antreten lässt. Ja, aber wir sprechen heute zum Glück nicht über Alien vs. Predator 2, sondern über Freddy vs. Jason, der 2003 von Ronnie Yu gedreht wurde. Yu könnte man übrigens kennen, zum Beispiel von Chucky und seine Braut, dem Jet Li-Streifen Fearless oder anderen asiatischen Actionfilmen. Daher merkt man auch seinen etwas actionorientierten Zugang zur Materie. Ursprünglich war als Regisseur kein geringerer als Rob Zombie im Gespräch, der allerdings abgelehnt hat, weil er zeitgleich seinen Film Das Haus der 1000 Leichen gedreht hat. Es gab für Freddy vs. Jason insgesamt 17 verschiedene Drehbücher. Und man hat sich dann dazu entschlossen, aus diesen 17 Drehbüchern eines zu machen. Kann man sich vorstellen, wie großartig diese Stückelware dann wird. Man hat sogar eine Zeit lang tatsächlich den Gedanken gefasst, mit diesem Drehbuch in Produktion zu gehen. Glücklicherweise wurde das dann allerdings wieder geändert und man hat Damien Shannon und Mark Swift damit beauftragt, das eigentliche Drehbuch für den Film zu verfassen. Ein paar der Ideen wurden möglicherweise beibehalten, aber grundsätzlich haben sich Swift und Shannon bemüht, die Origin-Stories der beiden Hauptcharaktere so gut wie unangetastet zu lassen, was ihnen auch wirklich anzuraten wäre, weil ganz ehrlich, viele der anderen Drehbücher hatten solche großartigen Ideen wie ein Kult, der Freddy und Jason wiederbelebt, dass sie für sich kämpfen. Ja, und nachdem das Originaldrehbuch von Shannon und Swift dann so ungefähr 2,5 Stunden lang gewesen wäre, beauftragte man keinen geringeren als David S. Goyer, damit das Skript zu verkürzen und zu komprimieren. Nett. Gut, das war, finde ich, genug Backstory. Stürzen wir uns einmal drauf und schauen wir, was Freddy vs. Jason letztendlich für eine Story bekommen hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die Story echt clever. Freddy erzählt am Anfang etwas von seinem persönlichen Hintergrund, dass er ein Kindermörder war, der dann von den Eltern gelyncht wurde. Und dann spricht er den Satz, nachdem mich die Eltern getötet hatten, wurde ich etwas viel, viel Schlimmeres. Blind. Wenn du mich fragst, blind, weil das sind mit Sicherheit die schlechtesten Kontaktlinsen, die sich Hollywood jemals getraut hat, in Nahaufnahme zu zeigen, aber gut. Wer bin ich, der das beurteilen kann? Anyways, Freddy hat ein Problem. Er kann nur dann wieder zurückkommen, wenn die Leute Angst vor ihm haben. Also braucht er ein Instrument des Terrors, das mehr oder weniger in seinem Namen Leute umbringt, damit die Leute wieder anfangen, über Freddy Krueger zu sprechen und wieder Angst vor ihm zu haben und dann kann er sie wieder in ihren Träumen heimsuchen. Eigentlich ein echt cooler Plot, vor allem weil sich Freddy für sein Instrument des Terrors Jason aussucht. Und das macht er eigentlich ganz clever. Wir sehen dann diese obligatorische Freitag der 13. Nacktbadeszene, die dann davon gefolgt wird, dass Jason irgendjemanden durch einen Baum aufspießt. Dann taucht neben Jason seine Mutter auf. Übrigens, Betsy Palmer wurde gefragt, ob sie die Rolle möglicherweise für den Film wieder auffrischen möchte, aber der Auftritt von Miss Voorhees war ihr dann einfach zu kurz. Also wurde ein, meiner Meinung nach, sehr guter Ersatz gefunden. Jasons Mutter verrät ihm, dass die Kinder in der Elm Street urböse waren und er unbedingt dort ein bisschen aufräumen soll. Wo mir jetzt ein paar Sachen wundern. Erstens, Jason schaut irgendwie komisch aus. Seine Mischung vielleicht aus deformierter Navi und übergroßer Schlumpf. Irgendwie ist seine Haut hinter der Maske so bläulich. Und vor allem sind wir das ja seit den letzten Filmen gewohnt, dass Jasons Haut und Maske an den Rändern schon irgendwie zusammengewachsen sind oder sonst irgendwas.
Auch das ist bei dem Film irgendwie gar nicht mehr der Fall. Aber egal. Außerdem muss man sagen, dass dieser Wunsch von Miss Voorhees, dass Jason in der Elm Street Leute tötet, ein kleines bisschen out of character ist. Weil der einzige Grund, warum Miss Voorhees oder dann auch vielleicht in späterer Folge Jason gekillt haben, ist ja, um sich zu rächen dafür, dass die Aufseher im Camp Crystal Lake nicht darauf aufgepasst haben, dass Jason ertrinkt, sondern lieber in irgendeinem Dachstübchen Sex hatten. Genauso wie Freddys Aktion eigentlich ursprünglich eine Racheaktion an den Leuten war, die ihn getötet haben. Das heißt, der ganze Plan ist für beide Seiten ziemlich out of character, aber egal, um ganz ehrlich zu sein, die Originalfilme, in denen diese Geschichte wirklich noch verfolgt wurde, die sind schon sehr lange her. In den letzten Jahren war es ja immer noch üblich, dass sowohl Freddy als auch Jason mehr oder weniger andere Sets bekamen. Ich meine, Jason war sogar im Weltall unterwegs, also lassen wir das, oder? Wir lernen dann als nächstes unsere unsympathischen Charaktere für den Film kennen und, wie soll's anders sein, Party, Saufen, Sex, aber im Gegenteil, im Gegensatz zum zum Beispiel Freitag der 13. Remake, passiert das Ganze zumindest vor einer leicht atmosphärischen Kulisse. Wir haben Regen, wir haben Donner, wir haben Blitz und außerdem ist das Ganze wahnsinnig kurz, weil in der 13. Filmminute schon gibt's den nächsten Kill. Und ganz ehrlich, das, was ich euch jetzt alles erzählt habe, Freddys Backstory, Jasons Backstory, Freddys Auftrag an Jason, Charaktervorstellung und Jason ab in die Elm Street, alles das in ein kleines bisschen mehr als 10 Minuten. Herrlich! Vor allem, es ist nicht mehr notwendig. Die Leute, die sich einen Film anschauen, der Freddy vs. Jason heißt, werden wahrscheinlich wissen, wer Freddy ist und wer Jason ist. Das heißt, es ist nicht notwendig, wesentlich viel zu erklären. Und vor allem diese Bits und Pieces von irgendeiner Backstory, die man möglicherweise brauchen könnte, die liefert der Film sogar. Also dahingehend, dass es sich mehr oder weniger um ein stupides Versus- oder Crossover-Movie handelt, finde ich, geht der Film hervorragend mit seinen beiden Hauptcharakteren um. Und es ist für mich so ungewohnt, in der 13. Minute, wenn dann Jason kommt und diesen einen Typen mit seiner Machete mehrmals durch das Bett ersticht und dann auch noch dieses Bett zusammenklappt. Übrigens eine Szene, die die Produzenten ursprünglich gar nicht so gern hatten, aber bei dem Testpublikum kam sie dann so gut an, dass sie doch im Film blieb. Es ist so ungewohnt, mal wieder einen Jason-Mord zu sehen, der tatsächlich da ist und nicht nur mehr oder weniger irgendein abgehacktes Fragment. Aber gut, wir befinden uns dann irgendwann einmal in der Polizeistation, nachdem dieser Mord passiert ist und unsere Charaktere dann natürlich vollkommen in Panik sind. Und der Cop Lachlan Munro, übrigens ein relativ sympathischer Kerl, den ich immer wieder in irgendwelchen mehr oder weniger kleinen Nebenrollen in Filmen sehe, fällt mir auf, es gibt eine Szene, wo er im Verhörzimmer einer unserer Charaktere einen Becher Wasser bringt. Und da dürfte irgendwas schiefgegangen sein, weil die Kamera scheint auf seine Brust mit dem Stern und so weiter scharf gestellt zu haben und nicht auf sein Gesicht. Fail. Egal, wir haben dann in der Polizeistation nämlich schon unseren ersten Traum. Scheinbar hat Freddy mit, er muss genug Angst verbreiten, dass die Leute wieder vor Freddy Angst haben, gemeint, er muss einen Typen killen, dass ein Polizist ganz still zu einem anderen den Namen Freddy Krueger sagt und die anderen Hauptcharaktere nach wie vor überhaupt nicht wissen, wer er ist. Anyways, das Einzige, was ich aber richtig clever finde an der ganzen Geschichte, ist, Freddy versucht es mittlerweile schon, in einem Traum irgendjemanden zu killen, aber er kann es nicht, weil er noch nicht stark genug ist. Das heißt, der Film spricht es tatsächlich noch an, dass das, was bis jetzt passiert ist, mehr oder weniger noch nicht ausreichend ist, dass die Leute Angst vor Freddy haben, was natürlich bedeutet, dass er Jason ein kleines bisschen weiter antreiben muss. Er lässt also, um es mit seinen Worten zu sagen, Jason noch etwas Spaß haben. Ja,
Ich meine, nicht, dass Jason von seinem Spaß wirklich viel mitbekommen wird, hat er doch ähnlich viele Emotionen wie Steven Seagal oder Kristen Stewart. Der Vater gibt übrigens in seiner Tochter dann ein Schlafmittel in den Saft, will, dass sie daheim bleibt. Sie will aber unbedingt dann zu ihren Freunden in die Schule, quasi, um diese ganze Tragödie weiter besprechen zu können. Er meint daraufhin, dass sie, wenn sie schon geht, noch ihren Saft austrinken sollte. Blöde Idee. Wenn sie Schlafmittel in dem Saft hat, ich meine, keine Ahnung, außer du möchtest zwangsläufig wieder mal diese Schlafszene in der Schulklasse aus dem ersten Teil wieder verfilmen. Na gut, ganz kurz, knackig und cool, wir sind im Gang von der Schule, irgendein Typ kommt her, verbreitet Panik wegen Freddy Krueger, dann gibt es einen Traum, wo Kelly Rowland ihre Nase verliert und dann wacht sie auf und es ist eh wieder alles okay. Was mich aber wundert, weil bis jetzt war es doch immer so, dass wenn jemand in der Traumwelt verletzt wird, diese Verletzung auch in der Realität gilt. Und vor allem, wenn Freddy ihr die Nase so abschneidet, kann nicht die ganze Nase fehlen. Prinzipiell würden seine Krallen mehr oder weniger ihr nur die Nasenflügel abschneiden. Keine Ahnung, so viel braucht man darüber nicht nachdenken. Wobei ich zugeben muss, es gäbe sogar eine meiner Meinung nach plausible Erklärung für die ganze Geschichte, nämlich, dass Freddy einfach noch nicht stark genug ist, um diese in der Traumwelt zugefügten Verletzungen auch tatsächlich auf die Realität übertragen zu können. Das heißt, Freddy ist durch diese ganzen bisherigen Aktionen von Jason zwar schon stark genug, dass er mehr oder weniger in Träumen von Leuten auftauchen kann, aber noch nicht, dass er denen wirklich etwas antun kann. Zwei unserer Charaktere unternehmen eine Recherche, stellen fest, dass der Name Freddy Krueger von der Polizei seit einiger Zeit unterschlagen wird, eben damit ihn alle vergessen. Diese Unterhaltung wird dann plötzlich im Van fortgesetzt und zwar schließt dieser Dialog mehr oder weniger nahtlos aneinander an. Letzter Satz in diesem, was weiß ich, in dieser Art Bibliothek, nächster Satz im Van. Und ich stelle mir das so toll vor, wie das für die beiden gewesen sein muss. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Du, warte mal, wir sollten jetzt aufstehen, ins Auto gehen und dort weiterreden. Warum? Keine Ahnung, tun wir es einfach. Dann gehen sie schweigend, ohne diese Unterhaltung mehr oder weniger fortgesetzt zu haben, ein paar Minuten aus dem Haus hinaus, ins Auto, drehen dort das blaue Licht auf, weil jeder sicherlich gerne im hinteren Bereich seines Vans blaues Licht hat. Was macht das? Es leuchtet blau. Danke. Und dann setzen sie sich dorthin, schauen sich an und schnipp, machen sie mit ihrem Dialog weiter. Das. Vor allem, weil dieser Dialogteil im Van dann auch nur, was weiß ich, eine halbe Minute lang dauert. Weil ganz ehrlich, war es so dringend, dass man irgendwie den Ort wechselt, dass man diese paar Sekunden nicht noch irgendwie filmen hätte können. Naja. Egal, wir haben dann eine der größten und bekanntesten Szenen aus dem Film Freddy vs. Jason, die Rave-Party mitten im Feld. Normalerweise macht man sowas vielleicht an Orten, wo Leute eher hinkommen, aber egal. Jason ist übrigens wie im achten Teil wieder mal ziemlich unvorbereitet scheinbar, weil er geht ohne Waffe dorthin und muss sich dann von irgendwo einen Speer nehmen. Weiß ich nicht, hat er seine Machete im Drive-Thru bei McDonald's liegen gelassen, keine Ahnung. Freddy entführt währenddessen eine von den Charakteren in seinen Boiler Room und gerade als er sie killen wird, wird sie durchbohrt und verschwindet aus seinem Traum, weil Jason sie in der Realität erledigt hat. Und jetzt ist Freddy wütend, er schreit und wir sehen zum ersten Mal eine richtig Freddy-Szene, die komplett anders ausschaut als bisher. Anstatt mehr oder weniger normaler Zähne hat er jetzt irgendwie solche richtig spitzen und viele Zähne, was eigentlich überhaupt nicht passt, wenn man mich fragt. Und vor allem bin ich der Einzige, wenn dann Freddy dasteht und mehr oder weniger schreit, sie ist mein, 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 der an die Möwen aus Findet Nemo denken muss. Meins, 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 aber egal. Jason schnetzelt sich dann ziemlich blutig und ziemlich cool durch diesen ganzen Rave. Einer von den Leuten kommt auf die glorreiche Idee, ihn mit einem Krug Alkohol zu überschütten und anzuzünden. Übrigens, kleiner Fakt am Rande, Alkohol brennt ab einer Menge von ungefähr 77 Volumensprozent. Was bedeutet, dass die Leute dort Industriealkohol saufen müssen, dass das funktioniert? Was, auch wenn ich es ihnen zutrauen würde, ich nicht wirklich glaube. Jason wird daraufhin wütend, zieht seine Machete, die er
scheinbar eh eingesteckt hat. Wozu hat er denn den Speer vorher gebraucht? Na egal. Der brennende Jason geht durch das Maisfeld und zieht so eine richtig brennende Spur dadurch. Das finde ich echt cool. Yummy Popcorn. Und killt dann weiter, schlitzt ein Bierfass auf und wird im Endeffekt durch dieses heraussprudelnde Bier auch wieder gelöscht. Riecht halt schlecht, aber brennt nicht mehr. Gut, quasi das komplette Barbecue in einem. Verbranntes Fleisch und Bier. Gut. Auf jeden Fall haben wir dann wieder einen relativ coolen Traum/Kill, wo einer der Charaktere seinen toten Bruder in der Badewanne findet, der dann zu Freddy wird und dann eine Botschaft Freddy's back in seinen Rücken brennt und ihm das Gesicht aufschlitzt. Jetzt wissen wir, oh je, nach diesem Rave ist Freddy scheinbar wieder stark genug und kann zurückkommen. Lockwood Monroe wird von seinem Vorgesetzten abgewiesen mit zugegebenermaßen recht widerlichen Worten und irgendwie sehr, sehr unfreundlich, und er stößt in der nächsten Sekunde sofort zu unserer Gruppe, weil er scheinbar weiß, wo sie sind und offensichtlich die immer alle zusammen sind und außerdem kein Problem haben, mit einem Polizisten zu besprechen, dass sie irgendeine mehr oder weniger imaginäre Traumkreatur töten wollen. Ja, durchdacht, herrlich. Auf jeden Fall, was mich sehr, sehr wundert, ist, dass die Leute jetzt schon mehr oder weniger geschnallt haben. Nach den Recherchen verstehe ich, dass sie wissen, wer Freddy ist. Ich kann es auch noch verstehen, wenn sie wissen, wer Jason ist, aber dass sie sofort mehr oder weniger geschnallt haben, dass Jason im Auftrag von Freddy arbeitet, die beiden Partner sind und so weiter, woher sie diese Informationen haben, das würde ich ehrlich gesagt recht gerne wissen. Und Freddy ist in dem Film teilweise außerdem ziemlich creepy. So Aussagen wie, deine Augen sagen nein, 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 aber meine Lippen sagen ja, ja, ja. Oder auch wie er dann gegen Ende des Films zu der einen sagt, das erste Mal tut immer weh. Irgendwie, das passt irgendwie nicht zu dem Charakter. Ich weiß es nicht. Aber egal, es gibt nach wie vor natürlich die bekannten Konzepte aus Nightmare on Elm Street sind dabei. Man kann Sachen aus dem Traum herausholen. Es gibt die Traumunterdrückerpille Hypnosil. Und die wartet übrigens, wie Sie nachschauen im Internet, immer noch auf die Zulassung von der FDA. Seit sie in Teil 3 das erste Mal erwähnt wurde. Seit ungefähr 20 Jahren. Das heißt, dass man damals in diesem Sanatorium ein noch nicht zugelassenes Medikament verwendet hat. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass das in dem Ausmaß, vor allem ohne irgendeine Einverständniserklärung oder sonst irgendwas passieren würde. Aber egal. Einer unserer Charaktere schaut übrigens genauso aus wie Jay, Jason Mewes. Wenn man kurz zurückspult an die Szene, wo der eine dann gekommen ist in den Gang in der Schule und dort Panik verbreitet, sieht man ihn übrigens irgendwelche Plakate verteilen und der Typ, der neben ihm steht, der könnte quasi der Silent Bob-Ersatz des Films sein, auch wenn der nicht einen Satz... Okay, gut, das ist jetzt nicht wirklich ein Indikator. Auch wenn er nur in dieser einen Sekunde wirklich zu sehen ist. Auf jeden Fall ergreift Freddy Wurm Besitz von ihm, lässt ihn diesen ganzen Vorrat von Hypnosil vernichten, weil diese Gruppe ist irgendwo eingedrungen mit der Hilfe von Lachlan Munro, dass sie eben dieses Hypnosil-Zeug bekommen können. Weil in diesen Krankenhäusern scheinbar in Amerika weder Securities, noch Wachleute, noch Kameras, noch sonst irgendwas ist. Und vor allem, wenn ein Polizist irgendwelche Verbrechen dieser Preisklasse begeht, das sicher nicht erstens leicht herauszufinden ist und zweitens möglicherweise irgendwelche leichten Auswirkungen auf seine Karriere haben könnte. Gut. Ehrlich gesagt ist die Karriere von Lachlan Munro mittlerweile nicht mehr das große Thema, weil er opfert sich, dass die anderen entkommen können, wird mehr oder weniger vom Stromkreis frittiert und der Besessene, mehr oder weniger vom Freddy-Wurm Besessene, betäubt Jason mit irgendeiner Beruhigungsspritze und dann ist Jason in Freddys Traumwelt. Filmminute 65 und wir haben den ersten Kampf mehr oder weniger zwischen Freddy und Jason und Jason hat keine Chance. Herrlich. Ich meine, natürlich, wir befinden uns in einem Traum. Freddy ist der Meister der Träume und kann die Welt natürlich auch entsprechend manipulieren. Jason schneidet ihm Arme ab, die wachsen einfach wieder nach. Freddy spielt mit ihm Pinball, interessiert niemanden. Und plötzlich muss Jason zurückschrecken, weil Freddy lässt irgendwo Wasser nach unten sausen. Ja, Jason hat Angst vor Wasser.
weil er ja ertrunken ist. Genauso wie Freddy Angst vor Feuer hat, weil er ja verbrannt ist. Mehrmals. Nur ganz kurze Sache, hat jemand die alten Freitag der 13. Filme gesehen? Weil mir fallen da so ein paar ein, wo Freddy Jason die ganze Zeit im Wasser ist. Das Finale von Teil 6 zum Beispiel. Jason schwimmt. Ein Kill in irgendeinem anderen Teil. Jason schwimmt in Crystal Lake. Er hatte bis jetzt nie so Angst vor Wasser, dass er sich nicht getraut hat, einen Fuß hineinzusetzen. Egal. Lassen wir das als Kleinigkeit halt einmal weg, aber egal. Auf jeden Fall schließt unsere Gruppe mittlerweile schon Wetten an, ob jetzt Freddy oder Jason gewinnen wird. Was mich wundert, woher wissen die, dass die beiden kämpfen? Weil ganz ehrlich, für ihre Meinung arbeiten die ja zusammen. Sie haben ja vorher im Dialog selbst gesagt, dass Jason mehr oder weniger die Marionette und das Mordinstrument von Freddy ist. Wieso wissen die, dass die nicht miteinander an einem Tisch sitzen, Kaffee trinken und Skat spielen und sich mehr oder weniger vorbereiten und freuen auf die nächsten gemeinsamen Kill-Abenteuer? Gut, auf jeden Fall nehmen die Kids den betäubten Jason mit, weil... sie betäuben ihn übrigens weiter, halten seine Betäubung aufrecht und wollen ihn sogar mittels Mund zu Mund wiederbeleben, wenn er anfängt Wasser zu spucken, weil Freddy ihn ertränkt. Mittlerweile wissen wir dann übrigens auch, was der Plan unserer Kids ist. Und um ehrlich zu sein, der Plan ist relativ clever. Sie haben Jason mitgenommen und eine von ihren eigenen Leuten ebenfalls betäubt, dass die in der Traumwelt nach Freddy schnappt, Freddy festhält, Freddy in die Realität bringt und dort dann Freddy und Jason sich bekämpfen können. Plan ist super, hat nur einen kleinen Haken. Die beiden sind Partner! Sie arbeiten zusammen! Hallo, ihr habt das selbst gesagt! Wir Zuschauer wissen, dass Freddy und Jason gegeneinander kämpfen werden. Verdammt, es ist im Titel. Aber ihr wisst das nicht. Für euch sind die beiden mehr oder weniger eine Art Bonnie und Clyde. Keine Ahnung. Und wieso ihr auf die Idee kommt, dass sie sofort in der Sekunde, wo sie sich irgendwo in der Realität treffen, die Waffen gegeneinander erheben. Keine Ahnung. Naja, egal. Das Aufwachen passiert wie gewohnt durch das Verbrennen der Hand. Freddy kommt wirklich in die reale Welt und lässt in derselben Sekunde von seinem Opfer ab und wendet sich Jason zu. Wir wissen ja warum, aber wieso wissen das die Leute? Nein, ganz ehrlich, der Plan hat, egal. Freddy ist aber da zugegebenermaßen ein kleines bisschen ein Kindergartenkind, wenn man das genau nimmt, weil sein Hass auf Jason beläuft sich darauf, weil sie haben ja am Anfang zusammengearbeitet. Freddy ist quasi immer noch böse, dass ihm Jason diesen einen Kill damals bei der Rave-Party weggenommen hat. Und deswegen muss Freddy Jason jetzt mehr oder weniger aus dem Weg räumen, dass er wieder das Einzige, das Furchteinflößende, das Bösartige für die Elm Street bleibt. Okay. Gut, uns wird das ehrlich gesagt nicht stören, weil wir haben jetzt die 78. Minute. Wir haben noch relativ viel Film vor uns und der Kampf Freddy vs. Jason beginnt. Das wird epic. Und ich bin sehr gespannt. Schreibt mir in die Kommentare jetzt in dieser Sekunde, wer wäre euer Favorit für diesen Kampf. Auf jeden Fall, In der echten Welt ist jetzt Freddy relativ chancenlos. Weil ganz ehrlich, Jason owned ihn. Das ist so wie ein Kampf Chuck Norris versus Buntstift. Jason fetzt ihn durch den Raum, räumt mit ihm die Fensterbank ab, schleudert ihn fern in irgendein anderes Dach hinein. Autsch! Ja? Übrigens, in diesem Haus... wo die beiden diesen ersten kurzen Kampf da miteinander haben, brennt. Und ein paar nette Sachen dazu. Erstens, Jason hatte vorher furchtbare Angst vor Wasser,
Freddy, der vergleichbare Angst vor Feuer haben sollte, reagiert nicht wirklich drauf. Aber ein paar nette Anekdoten. Während dem Dreh der Szene hat Ken Kurtzinger, der Schauspieler, der Jason gespielt hat, einmal tatsächlich zu brennen angefangen, was ihm als Stuntman jetzt aber scheinbar nicht so viel gemacht hat, weil er blieb einfach relativ ruhig stehen und hat nur darauf gewartet, dass er gelöscht wird. Außerdem hat Robert Englund gesagt, dass das Freddy-Make-up so dick war, dass er gar nicht einmal mitbekommen hat, wie heiß es in diesem Raum wirklich war und dass am Ende des Tages, wenn sie das Make-up entfernen mussten, sich Teile mit seinem Gesicht verbunden hatten, scheinbar ohne, dass ihm das irgendwie wehgetan hat. Naja, wir sind dann relativ schnell wieder bei unserer Gruppe, die wird dann von Freddy gestellt, es gibt keine Traumregeln mehr, also finde ich das irgendwie seltsam, dass Freddy die ganzen Verletzungen durch das Herumschleudern von Jason so einfach weggesteckt hat, aber egal, Kelly Rowland beleidigt Freddy, was unglaublich nervig ist und in dem Film eigentlich keine Daseinsberechtigung hätte, aber Jason erledigt sie dann dankenswerterweise relativ schnell, was mich nur wundert, weil Jay wurde vorher in einem Gang mit der Machete mit so einem netten Schlag komplett klar durchtrennt. Kelly Rowland allerdings kriegt die Machete mit voller Wucht gegen den Körper, was dafür sorgt, dass sie wegfliegt und gegen einen Baum kracht. Wieso diese Machete nicht dafür gesorgt hat, dass ihr Körper durchteilt wird, beziehungsweise nicht einmal fast durchteilt wird mit seinem, was weiß ich, fast kopfloser Nick-Einschnitt oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt geht's los. Minute 83 und wir haben jetzt noch insgesamt, wenn man den Abspann wegrechnet, 10 Minuten Zeit. 10 Minuten, in denen Freddy und Jason sich voll quasi einschenken können. Und es geht los. In der Baustelle bekommt Jason Gastanks, Stahlspitzen, andere Utensilien ab. Dann hacken sie sich gegenseitig Körperteile ab. Freddy verwendet Jasons Machete und hackt ihm in den Rücken. Jason hackt Freddy seinen Arm mit der Clownhand ab, rammt ihm den zum Schluss durch den Körper und so weiter und so fort. Es wird Freddy geköpft und wow, wow. Und ganz ehrlich, ich bin, werdet ihr mittlerweile zwar wissen, jemand, der sich vielleicht leicht teilweise begeistern lässt, aber das ist ein Wahnsinn. Ein Fan von Freddy, ein Fan von Jason, ein Fan von Horrorfilmen allgemein, was man da serviert bekommt in diesen paar Minuten, ist großartig. Ich meine, natürlich könnte man im Endeffekt sagen, ich hätte mir gewünscht, dass Freddy und Jason noch mehr miteinander kämpfen. Aber ganz ehrlich, es gibt während dem Film mehrere Szenen, wo Freddy und Jason gegeneinander antreten. Es gibt mehrere Kämpfe und es gibt zum Beispiel eben einen Kampf in der Traumwelt, wo Freddy gewinnt, einen Kampf in der echten Welt, wo Jason gewinnt und jetzt dann dieses extrem blutige, extrem hart inszenierte Finale, wo sich diese beiden Horror-Ikonen wirklich gar nichts schenken. Und man kann sagen, für jeden Fan von Nightmare on Elm Street oder Friday the 13th muss das im Kino einer der größten Momente der Horrorfilmgeschichte gewesen sein. Zu sehen, wie sich diese beiden Meister derartig duellieren, es ist einfach nur schön. Vor allem, es ist natürlich klar, Achtung, Spoiler, dass man am Ende mehr oder weniger nicht sagen kann, wer gewinnen wird. Das war mir von Anfang an klar, weil wir wissen, die Hälfte der Zuschauer sind Freddy-Fans, die Hälfte der Zuschauer sind Jason-Fans. Man kann mehr oder weniger niemanden im Endeffekt beleidigt aus dem Kino gehen lassen, dass ihre Horror-Ikone, die seit Jahrzehnten besteht, im Endeffekt gegen die andere verloren hat. Es war so klar. Auch wenn natürlich Jason zugegebenermaßen ein bisschen besser noch ausschaut und ein bisschen mehr an sich dran hat, nachdem er aus dem Wasser steigt. Aber Freddys Blinzeln zeigt ja, dass er auch noch am Leben ist. Und vor allem, wenn es um Freddy geht, wissen wir ja eigentlich nicht einmal, ob das Ganze nicht vielleicht doch noch Teil von irgendeiner Traumszene im Endeffekt war. Und um ehrlich zu sein, es wäre doch geil, wenn man danach noch ein bisschen aufbauen könnte und es vielleicht irgendwann einmal ein Sequel dazu gibt. Das wäre wirklich was Nettes. Vor allem, man erwartet sich nicht wahnsinnig viel, wenn man einen
Versus-Film höre, weil abgesehen von Armee der Finsternis, aka Bruce Campbell versus The Army of Darkness und Freddy versus Jason, gibt es vielleicht in dem Film, in dem Genre nicht so viel. Interessant ist vielleicht noch King Kong versus Godzilla oder ähnliches, aber wie gesagt, Alien versus Predator, das wird dann das Review von einem anderen Tag. Was auch noch auffällt, ist einerseits, wie geschickt der Film mit seinen beiden Hauptcharakteren umgeht, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber zum Beispiel, dass Jason, dessen Schwäche Wasser ist, einige Szenen hat, die bläulich erscheinen. Und ich habe am Anfang schon gesagt, seine Haut schaut irgendwie schlumpfhaft aus, was daran liegt, dass Szenen, in denen Jason vorkommt, gerne einen etwas bläulichen Anstrich bekommen haben, wohingegen Szenen, in denen Freddy vorkommt, gerne einen etwas rötlichen Anstich bekommen haben. Und eine Szene, die Szene eben, wo Freddy Jason ertränkt, beziehungsweise in der Traumsequenz einsperrt, ist dann grünlich gefärbt. Eine interessante Sache, abgesehen davon, dass die beiden Charaktere mit ihren ikonischen Waffen wahnsinnig viel zu tun haben und vor allem auch die jeweils anderen die Waffen auch noch einsetzen können, ist sicher auch noch ein nettes Zuckerl für Fans für zwischendurch. Für mich ist Freddy vs. Jason einer der besten Filme des Nightmare on Elm Street Franchises und gleichzeitig einer der besten Filme des Friday the 13th Franchises. Die Kills sind hart, die Kills sind blutig, die Charaktere sind, damit meine ich Freddy und Jason, wahnsinnig interessant und vor allem, was mir so gut gefällt am Drehbuch des Films ist, man hat irgendwie den Eindruck, dass alle Leute, die den Film produziert haben, selbst Fans von Freddy und Fans von Jason waren. Es stecken so viele Kleinigkeiten und Details im Drehbuch drinnen. Es gibt viele Anspielungen an bisherige Filme und es ist wirklich ein Film, der Fans von beiden Charakteren meiner Meinung nach nicht enttäuschen dürfte. Es gibt im Lauf des Films mehrere Kämpfe, mehrere Duelle, alles natürlich getoppt von dem großartigen Finale gegen Ende des Films, wo die beiden Hauptkiller sich wirklich gar nichts schenken und sowohl die Umgebung als auch natürlich ihre berühmten Waffen verwenden, um den jeweils anderen einiger Liter Blut bzw. Körperteile zu berauben. Und der Film bleibt durchgehend interessant, bleibt dynamisch und bleibt zu einem gewissen Grad spannend, weil das hohe Erzähltempo es dem Zuschauer kaum ermöglicht, irgendwie zu verschnaufen und ein Päuschen einzulegen. Der Film hat immer was zu bieten, immer was zu sagen, im Gegensatz zu mir in Kürze. Und das Finale ist wirklich eines der besten der jüngeren Horrorfilmgeschichte und Freddy vs. Jason kann man wirklich ganz ohne Bedenken weiterempfehlen.